Meine Damen und Herren, damit starten wir bei der NIP gegen Crazy. Das wird das erste Match sein des heutigen Tages, zusammen mit Jitko zumindest. Aber ach, wir haben ja heute nur eins. Nevermind. Ja, wir haben heute nur eins. Nevermind. Ich hatte noch in Erinnerung, dass ich ja zwei mit Chinski, zwei mit Desiree mache. Aber der gute Jitko, wir haben nur ein bisschen durchrotiert. Ja, und es wird jetzt hier NIP gegen Crazy sein. Beide stehen 0-1. Und ja, für Nip kann es eigentlich nicht schlechter laufen, als da Crazy abzubekommen. Denn das wird auf jeden Fall eine harte, harte Nuss zu knacken. So, damit geht es hier langsam aber sicher raus. Und zwar erstmal Richtung Side. Also Crazy versucht direkt mal das Tempo anzuziehen. Forrest kriegt hier ordentlich eins auf die Backen. Und das sieht gar nicht so gut aus. Golden da auch nochmal mit der Situation. Nochmal mit einem zweiten Net. Er steht natürlich im Fokus, weil er ja als Stand-in sozusagen mitspielt. Wird ja jetzt nur für das Major erstmal mitspielen. Und dann natürlich durch Blobsky ersetzt, der bei dem Major hier nicht dabei ist. So, Hunter ist dann auf jeden Fall auch schon rausgenommen. Get Right kriegt damit hier die erste Runde eingetütet. Und damit ist NIP hier zumindest schon mal auf der Position, die Terrorpistol abgewendet zu haben. Und wir kennen es ja, es ist eher eine City-Map, auch wenn sich das mittlerweile so ein bisschen anpasst. Und was ich sehr interessant finde, muss ich sagen, oben die Pick-and-Predictions. 56% tippen da auf NIP und nur 44% auf Crazy. Das finde ich crazy. Da sind sehr viele NIP-Fans noch am Start. Sind ja sowieso auf der Welt insgesamt. Aber man muss sagen, vor dem Ur-Line-Up gibt es nur noch zwei Spieler. Und ich habe es gestern schon angesprochen, lieber Jitko. Jetzt sind bald, Freiburg ist frei. Dann haben wir Getright ist frei. Dann ist Exist freigestellt worden von Fnatic. Fifflan ist ja sowieso nur noch Caster. Okay. Dementsprechend, ne? Du weißt schon, da ja, könnte ja was. Dann kommt halt vielleicht das neue NIP. Alte NIP. Ja, genau. Also, das wird natürlich sehr interessant. Die Zukunft von Getright steht natürlich noch den Sternen, wie es nach dem Major weitergeht. Aber ich bin gespannt. Vielleicht spielt er auch wieder mit Freiburg zusammen. Wer weiß. Ich wusste gar nicht, dass Freiburg bei Heroic raus ist. Ja, das ist vor ein paar Tagen announced worden. Yes. Das hat er nach, ich weiß gar nicht mehr, nach irgendeinem Event hört er jetzt auf. Schade. Draußen. So, das ist auf jeden Fall auch eine flawless Round für NIP. Die können damit auch einiges an Geld aufbauen, was immer wieder wichtig ist, denn man hat noch 4 SMGs bei ihnen natürlich im Repertoire. Und wenn jetzt Crazy gleich mit der geballten Power hier auf den Spot kommt und man sich nicht mit den SMGs durchsetzen kann, kann man zumindest nächste Runde noch mal ein bisschen kaufen. Sieht auf jeden Fall aber schon mal ganz gut aus für die Jets und Pyjamas. War eine super Runde. Konnten dann den schnellen Push an der großen Rante abfangen und auch erstmal den Plan verhindern. Ja, und für NIP, ich weiß nicht, wie hoch die Erwartungen sind. Ich habe gedacht, ich setze alle meine Spiele einfach auf NIP, weil, ja, einfach so, ne? Die Prediction muss ja auf NIP sein. Aber ich sehe für sie bei diesem Major eher, ja, suboptimale Chancen. Ich denke, andere Teams sind viel, viel besser vorbereitet. NIP hat jetzt auch nicht gerade so geil in der ESL Pro League Relegation gespielt. Da ja damit Blobsky. Blobsky hat sie wirklich, muss man sagen, Blobsky hat NIP vom Abstieg bewahrt. An diesem Wochenende. Und ich weiß nicht, NIP einfach zurzeit absolut nicht gut drauf. Sie waren ja immer so ein Durchschnittsteam, was du eigentlich bei den großen Turnieren immer in den Playoffs hattest. Ne? Das war jetzt nicht so das Team, wo ich sagen würde, okay, das war so der Titelanwärter, aber zumindest immer ein Team, was du solide aus der Gruppenphase rauskommen siehst. Ja, die NIP Magic leider schon längere Zeit nicht mehr so, im Punkt, wie wir es damals natürlich kannten. Da haben sie ja wirklich alles gewonnen, hatten auch diesen riesengroßen Streak, ich glaube von 88-0-0 Stats, die dann letztendlich damals von dem End-Faculty-Team rund um Kirby gebrochen worden sind, nach ihrem unfassbaren Winning-Streak. Ja, und mittlerweile NIP, du sagst es schon, eher immer so der Kandidat, der zwar mitspielt in den Playoffs, aber trotzdem meistens nicht mehr den Erfolg küren kann. Aber die Frage ist, was willst du ändern? Mittlerweile ist es ja überhaupt gar nicht mehr das Line-Up, was man mal kannte. So, hier nochmal zumindest einen gratis bekommen. Damit kann man vielleicht diese Runde nochmal aufbrechen. 4-3 Situationen in NRP. Die haben nicht wirklich viel zu verlieren. Res und Lecro jetzt mit vernünftigen Waffen. Get Right, der darf natürlich nochmal verpulvert werden. So, die Frage ist, was willst du tun? Sie versuchen es nochmal über die Grundlinie. So, und da könnte man sogar den ersten Spieler treffen. Das Nexa auf dem Weg nach vorne wird erstmal angeflecht, kann aber den Winkel weiter halten, sucht das Duell, verliert es gegen Getright, hat aber nur noch 12 HP. Und da muss er aufpassen, der wird auch schon von zwei Leuten angeaimt. Wechselt hier nochmal die Position, dann kommen sie über drei Winkel und verlieren da wieder das Duell. Das ist nicht gut. Esperanto kann hier nochmal zumindest schlimme Sachen verhindern, aber trotzdem, Lecro gewinnt das Refract-Duell und schon hast du ein Riesenproblem. Was? Und Getright gewinnt auch noch das Duell. Wie ist die Runde denn zusammengebrochen? Da hat das Aiming ja mal
komplett versorgt. Vor allem Esperanto, der hatte nur noch 12 HP, hat nicht einen Shot getroffen, den er jetzt gerade gesetzt hat. Ladies and gentlemen, welcome to the music. It's high noon, my friends. It's high noon. It's high noon. Pew, pew, pew. One shot, one kill. Ja, Get Right ist auch der Sheriff in der Town. Ne? Muss einfach mal sagen, Get Right, ein Leblegende, Sheriff, Deputy, Gangster, alles in einem. So, 3-0 und damit muss Crazy natürlich jetzt erstmal umgehen lernen, denn die Runde hier abgegeben zu haben, das war wirklich absolut fahrlässig. Da hat man NIP wirklich eingeladen auf Kaviar und weiß ich nicht, den teuersten Champagner der Welt. So, und jetzt möchte man auf mehreren Hochzeiten spielen. Der B-Spot wird wahrscheinlich der Spot sein, den man hier gezielt angreifen wird. Und lädt nie, der schleicht da gerade durch. Und was für ein unfassbar dramatisches Timing. Also jetzt wird er natürlich von hinten easy weggefischt. Trotzdem ist es hier eine ganz, ganz harte Kiste gewesen. Jetzt geht's auf den B-Spot drauf. Der erste wird gesehen. 1-2, Golden! Und dann Legro mit dem nächsten. Stark, 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 gut gegengehalten. Golden gefällt mir gerade verdammt gut. Der ist natürlich auch heiß nach der doch etwas längeren Pause. Sehen wir ihn jetzt das erste Mal. War ja dann bei Cloud9 unter Vertrag. Ich weiß nicht, ist er immer noch bei Cloud9 unter Vertrag ich und ist noch ausgeliehen? Nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das jetzt gerade nicht weiß. Gestern hat er ja auch eine heftige Klatsche bekommen von Zeus, der Coach von MIBA, der wirklich eine vorzügliche Leistung auf das 2 gespielt hat, muss man ja ganz klar sagen. Und da hat Golden echt gegen abgestunken. Also wenn man den direkten Vergleich der Stand-Ins da, also gestern betrachtet hat, da war es dann nicht so toll. Dementsprechend bin ich froh, dass er jetzt hier zumindest einen besseren Start findet. Und Legro, der ist übrigens mit dem Anti-James Bond mit 7-0-0 unterwegs. Läuft bei ihm. Ich muss sagen, deine kurze Einschätzung zu MIBA, wie weit siehst du sie vorne? Wird das deine Enttäuschung? Oder? Ich hatte 0-3 erwartet von MIBA, das ist mein 0-3-Pick gewesen. Das heißt, die sind schon über meinen Erwartungen hinausgegangen, aber ich habe vergessen nachzugucken, gegen wen sie spielen. Hätte ich gewusst, dass sie gegen NIP spielen, hätte ich sogar gesagt, okay, das wird wahrscheinlich kein 0-3. Also das Ding ist halt, bei MIBA erwarte ich nicht viel und das ist vielleicht einer der großen Vorteile, die sie haben. Aber ich denke, so ein Zeus, der hatte jetzt ewig Zeit gehabt in der Player Break zu grinden. Genau, hat er auch. Und er ist auch ein Spieler, der Erfahrung hat. Ne? Das ist jetzt nicht so einer, der hat nie Counter-Strike gespielt. Die haben ja schon zusammen gespielt. Definitiv, aber trotzdem ist natürlich ein Golden nochmal eine ganz andere Hausnummer meines Erachtens, wenn man halt so lange aktiv spielt im Vergleich halt zu jemandem, der in die Coach-Rolle gegangen ist. Aber ja, ich bin gespannt, ich bin wirklich gespannt und ich habe hier richtig Bock auf das Match. Ich hätte sowieso schon gedacht, dass NIP hier größere Schwierigkeiten zu Beginn hat, aber gerade sieht es doch gar nicht verkehrt aus. Esperanto aber hier mit dem Jiggle kann einfach Rest komplett vernaschen. So, Get Right, der dreht schon mal ein bisschen im Kreis. Okay, Get Right, keine Ahnung. Auf jeden Fall lässt er sich da gerade von Esperanto komplett wegsnacken, hat gedacht, der geht zurück, dreht sich um und ja. Da hat er eine hängen. Ja. Jetzt muss natürlich Legro über die Grundlinie gehen und da gibt es natürlich einige Winkel und Ecken, die er jetzt irgendwie checken muss. Und da ist Legro mittlerweile im Punkt. Der hat natürlich 7-0 Stats, der ist gerade scheinbar gut im Saft, aber wir gucken uns das Ganze natürlich genauer an. Auch Golden hier mit seinem offensiven Move gegen eine Pistol nicht fündig geworden und er sitzt hier einfach gerade nicht. Was ist denn das für ein Grottenkick? Der Grottenkick. Oh, schade, nice drive von Forrest, der jetzt auch Main AWP ist, ne, by the way. Ja. Tauscht sich da immer ein bisschen mit Legro aus. So, da ist er kurz reingerannt, der gute. Ja. Ui, was? Starker Kill. Jetzt weißt du, warum er Main AWP gerade spielt. So, einer steht da bei Legro. Den kann Golden nicht rausnehmen. Otto mit dem nächsten Duell und da bricht das hier zusammen. Also, die Partie ist gerade eine Achterbahnfahrt, ne? Venom schüttelt schon den Kopf, der denkt so, wo kommt der nächste Looping? Das wo ist der nächste Korkenzieher? Die hässlichste Runde, die ich wirklich seit Wochen gesehen habe, wirklich. Ach, schade, schade, schade. Also muss man ganz klar sagen, NIP natürlich hier auch Nerven gezeigt. Können das hier nicht nach Hause bringen. Und wenn du solche Runden natürlich auf der Terror, also auf der City-Seite abgibst, dann gibst du crazy Terrorrunden, die du eigentlich ihnen nicht geben solltest. Ja, mal gucken, was uns erwartet. Könnte auf jeden Fall eine sehr interessante Partie werden. Die Achterfahrt ist real. So, Rest auf dem Weg nach vorne und der nimmt erstmal einen Pop-Talk ein, ansonsten erstmal ein sehr, ja, offensiver Aufbau von den Ninjas Pyjamas, eher die Kontrolle auf die Mitte soll gelegt werden und auf Pop-Talk, deshalb ist auch hier Forrest als Stütze dabei, auch der Positionswechsel, das Get Right jetzt eher Richtung Ivy abdeckt und Forrest in der Mitte supportet, liegt auch daran, dass Legro wieder auf die AWP geht, ja, und wo hängt die rum? Die denkt mit Richtung Mitte. 4-1 Setup. Also sehr aktiv Richtung A.
ein bisschen das Adaptieren auf das Spiel, was bisher Crazy gezeigt hat. Aber sie schlüsseln es sehr schnell wieder auf, mein lieber Venom. Nämlich mit zwei Leuten dann Richtung B bei einer Minute. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Was ist das für eine Granate, ey? Ja, die HE, die setzt jetzt erstmal. Esperanto zeigt trotzdem nochmal seine Füße. 52 HP noch bei ihm. Also hätte da fast sogar das Zeitliche segnen müssen. So, jetzt nochmal eine Molotov. Jetzt gibt es die Flashbang hinterher. Also Esperanto, der hat auf jeden Fall Bock, hier gerade das Duell einzugehen. Aber Rez, der spielt es eigentlich relativ dominant. Bleibt an seiner Position stehen. Nutzt einfach die Töne und die Sounds, die er hört, um den imaginären Granaten ein bisschen auszuweichen. Jetzt wird's knackig. Haarig. Knackig wird's. Knackig wie eine Möhre. Ja, mal gucken, wie knackig Get Right noch ist mit seinen 30 Jahren. Ist er schon 30? Ich weiß es nicht. Ich denke mal 28 oder so. 20, glaube ich, weiß jetzt nicht genau. So, Get Right darf sich nicht mehr zeigen. Das sind einfach zu viele an der kleinen Rampe. Jetzt muss natürlich hier das Duell her. Und Hunter, der hat das einfach mal komplett durchgesprayt. Scharf gemacht. Und natürlich schade für NIP. Das war's, die Runde. 4-1. Boah, guck mal, wie klug. 4-2. Guck mal, wie klug Nexa ist. Nexa geht schon komplett defensiv in den Efeu, um letztendlich die safenden Spieler dann nochmal auf dem falschen Fuß zu erwischen. Aber NIP lässt sich da nicht vernaschen. Sie bleiben an ihren Positionen. Ich glaube, jetzt geht's langsam, aber sicher Richtung Efeu. Und das könnte hier nochmal eine heftige Angelegenheit werden. So, einmal die Ruhe vom Sturm, bevor es dann weitergeht als Crazy, holt sich hier die Runde flawless. NRP safe die Waffen, was sollen sie sonst machen, nachdem sie da keinen einzigen rausnehmen konnten. Der Retake eher unwahrscheinlich. Dafür sehen wir hier nochmal die Quoten. NRP geht, ja, in die Underdog-Rolle. Mit einer Quote von 2,74 zu 1,43 bei den Jungs von Crazy. Ja, das heißt, für NIP schauen wir mal, das wird auf jeden Fall der Force Buy. Das heißt, man investiert nochmal alles, was man auf der hohen Kante hatte, rein, um gegen Crazy natürlich sich auszuziehen. Ja, das meiste haben sie mitgenommen, aber den Rest mussten sie natürlich nachkaufen. Esperanto wird jetzt direkt abgemollt. Also, man hat mittlerweile das Ganze schon ein bisschen adaptiert, dass man merkt, dass Esperanto jemand sehr, sehr zügig Richtung Popdog spielen möchte. Und dann ist so eine Molotov natürlich ideal. Man würde Schaden erzwingen, wenn der Spieler hier wirklich darauf beharren würde, diese Position anzuspielen. Und es soll trotzdem der B-Spot werden. Das hat eben gut funktioniert. Golden steht da mit der Deagle und dann haben wir noch als Unterstützung Lecro. Das heißt, die beiden müssen für den kleinen Spot auf D-Train jetzt erstmal zuständig sein. Und das könnte hier nochmal bitterböse enden. So, Golden mit der ersten Flash. Das geht nach vorne. Also, oh Gott, die Flashbang war ja gut. Der war dauerblind, Golden. Nee, mehr wird's nicht. Ein kriegt er, aber Leko steht in der zweiten Reihe bereit. Damit aber Otto nochmal mit der Antwort. Somit kann er Forest rausnehmen, weil die AWP könnte immer noch ein Riesenproblem sein. Die wartet an der großen Rampe. Ist natürlich auch sehr gefährlich, weil die AWP halt auch an der großen Rampe sehr weit nach vorne gehen kann, ohne entdeckt zu werden. Aber der Winkel von Leko an der AWP gefällt mir richtig gut, hinterm Öler. Und er schmeißt einen Molotov rein, um nochmal die Zeit ein bisschen rauszuholen. Er hat ein perfektes Timing. Ja, ideal. So, Otto, letzter Überlebender. Ist natürlich jetzt hier schon relativ weit vorne. Trotzdem hat man das natürlich auf dem Schirm, dass genau da ein Spieler langlaufen kann. Und NIP, die machen das gerade wirklich ganz gut. 5-2. Können sich hier Runde um Runde um Runde erspielen. Man hat die Pistol abgegeben. Das heißt, beide Runden, die Crazy gewonnen hat, sind hier aus der laufenden Spielzeit, aus den laufenden Equip Rounds gespielt worden. So, und hier sehen wir auch das erste Timeout. Leider nicht angezeigt für wen. Ich gehe aber mal davon aus, dass Crazy sich hier ein bisschen besprechen möchte. Das ist eine sehr gute Idee, oder, lieber Venom? Definitiv. Timeout immer wieder wichtig an solchen Situationen. Ja, und wir sehen es. Lecro mit 11-0-1 Stats. Der hat eine 11er KD. Hat man mal gerne, ne? Ja, kann man sich mal gönnen. Alter Beta. Sammelt halt ohne Ende Kills und dann geht er noch safe. Das ist eine absolute Frechheit. Hier übrigens 19 ein Kniffel. Ah nein! Ich dachte, es wäre die kleine Straße. Aber es ist 5-3-4-1. Also noch ist hier keine Straße vorhanden. Ach, 19 Kniffel. Wir wollten sie eben spielen, aber wir haben den Start verpasst. Deshalb konnten wir doch nicht spielen. Aber wir haben zumindest schon mal die Bögen alle ausgedrückt bei uns im Green Room League. Aber sehr coole Idee. Definitiv. Sehr coole Idee. So. Mega nice. Doppel-AWP bei NIP. Und das ist auch wirklich wichtig, diese Doppel-Abe halt mit durchzunehmen. Dementsprechend gute Positionen wählen, immer wieder jemanden in der Nähe haben, der diese AWP natürlich auch dann wieder picken kann, falls es vielleicht nochmal in irgendwelche Probleme geht.
Und Crazy, die sind wirklich crazy langsam unterwegs. Hashtag entschleunigen. Ja, Crazy sucht jetzt die Lücke. Wir hatten ja gestern schon das Gespräch, wir hatten ja auch zusammen Crazy gecastet, ne, gegen Team Liquid. Und Crazy hat so ein bisschen das Problem, auf der T-Seite zu adaptieren. Also sie können zwar ihren Gameplan versuchen durchzusetzen, wenn der funktioniert, alles wunderbar, dann ist Crazy auch gut im Saft und holt auch Runden. Aber wenn der Gameplan nicht funktioniert, dann geht's so in die Richtung, ne, wie wir es gestern gesagt haben, dann geht's auf Gesicht, ne. Und das Aiming haben sie auf jeden Fall dazu, aber wenn du halt gegen so ein Team spielst, wie zum Beispiel Team Liquid, die auch Aiming haben und super krass im Positioning sind und mega krass im Adaptieren, klappt sowas nicht. Und da muss Crazy halt dran arbeiten, wenn sie halt gegen die Elite vorne spielen wollen. Das war auf jeden Fall ein schöner Pick von Letney. Damit können sie das Tempo jetzt langsam anziehen, wollen den Split hier auffahren. NIP steht bereit, Forest verschießt, der wird jetzt eingekesselt, damit AWP Nummer 1 down. Deko aber schnell genug da, um das Backup zu geben. Vielleicht kann man hier den Plant noch fahren. Vielleicht hat Deko, ach, das ist sofort das schlechteste Timing ever an der Smoke. Wenn er den Winkel gehalten hätte, hätte er ihn auf jeden Fall gehabt. Da ist eine 4 gegen 2 Situation und sie haben nur Golden, sie haben nur Get Right. Und Get Right fällt, damit ist es nur noch Golden. Ex-Ingame-Leader, Ex-Cloud9-Spieler, Ex-Fnatic-Spieler. Ja, einfach überall Ex. Ja, jeder kennt die Golden Flash, ne? Dementsprechend ist er natürlich in jedem Spiel verankert. Nein, aber Golden, ja, hat schon ein paar Positionen oder halt ein paar Heimaten gehabt. Aber grundsätzlich ist er ja auch ein guter Spieler. Hat sich selber auch als Ingame-Leader weiterentwickelt und ja, dementsprechend kann man ihn natürlich in verschiedene Bereiche einsetzen. Jetzt muss er natürlich nochmal zeigen, aus welchem Holz er geschnitzt ist und kann auch hier dieses Major und natürlich auch diese Situation von NIP wunderbar nutzen, um ja, sich selber nochmal zur Schau zu stellen. So, und NIP, die müssen jetzt hier mindestens 2 Ecos machen und das bedeutet, Crazy kann hier wirklich schon mal aufholen. So, damit haben wir die Ninjas in Pyjamas jetzt natürlich in einem Zugzwang. Sie müssen jetzt versuchen, die Partie auf ihrer Seite zu halten. Ansonsten kommt Crazy natürlich auf diese gefährlichen 5-6 Runden. Das würde ich den Ninjas in Pyjamas auf gar keinen Fall gönnen. Sie haben Schwächen gezeigt bei der ESL Pro League Relegation. Und die ESL Pro League Relegation ist nicht so lange her. Sie spielen jetzt noch mit dem Stand-In. Das kommt auch noch hinzu. Das heißt, der Mann, der sie durch die Pro League Relegation förmlich getragen hat und der den Abstieg verhindert hat, der ist nicht mal heute dabei. Und Esperanto fängt hier direkt gut gegen die Pistols zu drücken. Und er findet auch eine gute Lücke. Da hat NIP nicht den Raum schließen können. Ja, und somit kommt man hier ohne Probleme durch. Erledigt den Rest und räumt den Spot auf. Damit ist nur Golden. Ja, und die Runde ist gegessen. Wie ein guter Käse. Oder wie ein guter Wein. Oder die Spaghetti Bolognese vom Schinski heute. Stimmt, der hat ja heute gekocht, da wollte ich mich noch bedanken. Ich hoffe, er guckt jetzt gerade zu und ist nicht in seiner Spaghetti Bolognese versunken. Er ist ertrunken. Lieber Marvin Wild, ich bedanke mich fürs heutige Kochen. Schön, dass du das übernommen hast. Schön, dass der Jitko nicht wie eine alte Putzfrau vom Herd stehen muss. Für alle. Hast du aber auch sehr gut gemacht, den Job. Dementsprechend kannst du das sehr, sehr gerne weitermachen. So, 4 zu 5 ist es. Crazy holt hier auf jeden Fall auf. Können sich einige Runden schon mal sicher machen. Und das ist natürlich auf der Terrorseite unglaublich entscheidend. Wenn du da schon mal, sage ich mal, mit 5 oder 6 Runden in die nächste Halbzeit gehst, ist das eigentlich schon ein sehr, sehr standardisiertes oder komfortables Ergebnis. Alles, was natürlich oben drauf noch geht, ist Bonus und funktioniert natürlich noch besser. Ja, damit haben wir wieder eine Eco bei den Ninjas in Pyjamas. So. Aber könnt gerne mal dem Hatschinski ein bisschen Herz in den Chat schicken. Die Bolognese werde ich mir auf jeden Fall nachher oder gleich gönnen. Nach diesem Cast. So, Esperanto jetzt erstmal schön silent hier aus der Mitte raus. Steht vor der Smoke ready. Man hat eine geknubbelte Spielsituation bei NIP hier am Spot selber. Das heißt, Esperanto, wenn er passend rumzieht, könnte es hier zu einem guten Duell kommen. Den ersten Spieler sieht er. Jetzt muss er natürlich versuchen, hier gegen diese geballte Power zu spielen. Flashbang als Unterstützung, die hat aber gedodged. Trotzdem nimmt er 2 raus. Stark gemacht. Forrest cleart ihn dann und hat damit natürlich schon mal die erste AK. Die AK ist aber so schnell wieder weg, so schnell du es auch gesagt hast, weil da steht Nexa und Letney bereit und räumen hier einfach den Rest weg, der Richtung A sich aufgebaut hat. Damit wird mit NIP der Boden aufgewischt in der Runde und wir haben das 5 zu 5 und damit der Ausgleich. Und wie gesagt, NIP muss in der nächsten Runde eigentlich den Umschwung bekommen, weil Crazy jetzt langsam aber sicher hier in eine Situation kommt, echt komfortabel
die T-Seite mit nach Hause zu nehmen. Und man sieht auch direkt bei den Ninjas in Pyjamas, es kommt der taktische Timeout. Jetzt haben sie 30 Sekunden natürlich Zeit, um zu überlegen, okay, was wollen wir hier als nächstes tun? Wir haben jetzt wieder eine Waffenrunde, wie können wir auf die Taktik von Crazy reagieren? Die meiner Meinung nach gerade mit dem anfänglichen Gameplan, den sie durchziehen, gerade auch sehr gut wegkommen. Also ich würde jetzt sagen, persönlich, NIP könnte ein bisschen aktiver ins Spielgeschehen reingehen. Vielleicht nicht auf Doppel-AWP gehen, eine AWP ist okay, wenn du sie überhaupt holen willst. Auf der anderen Seite könntest du aber sagen, okay, lass die Runde mal auf Rifle spielen oder eine AWP kaufen, sie an Lekro geben oder an Forest und versuchen, einen First Pick vorne in der Main zu setzen oder vielleicht einfach mal den Druck vor B aufzubauen, dass du erstmal versuchst, B einzunehmen, aber logischerweise wäre natürlich der Druck vorne die Main aufzubauen oder Richtung Eisen, weil da versucht Crazy sehr, sehr langsam aufzubauen. Da könntest du natürlich auch versuchen, das Aufbauspiel so ein bisschen zu stören. Ne? Aufbauspiel stören ist natürlich immer super. Mal gucken, ob NRP das machen will. Sie fangen zumindest jetzt erstmal mit dem Molotov an. Also kleines Geplänkel, auch ein bisschen aggressiver, versucht man sich hier zu positionieren. Da steht Otto diesmal mit der AWP bereit. Ja, sie hören zu, sie bauen ein bisschen aggressiver auf. Und zwar etwas kompakter Richtung Mitte. Nicht so aggressiv, wie ich das wollte, aber ja, schon okay. So, Espiranto muss natürlich dann dementsprechend erstmal abwarten, muss gucken. Ersten Spieler hat man hier schon mal verloren, man hat aber auch mehr als genug Kohle. Das heißt, man darf sich das ein oder andere auf jeden Fall wagen. Hunter wird jetzt nochmal zurückgesendet, der hat nur noch 12 HP. Und dann heißt es eigentlich nur noch mit diesem dezimierten... Mit diesem dezimierten Personalschlüssel sich nochmal zu bündeln, um dann schlussendlich hier gemeinsam gegen diesen NIP-Aufbau zu arbeiten. Aber auch hier wieder kleine Fehler. Hunter mit dem nächsten 12 HP nimmt den nächsten Spieler raus. Also es ist gerade schon wieder ein Trauerspiel, was wir hier bei dem Aufbau von NIP sehen. Das ist nicht gut gemacht. Sie bauen halt aggressiv auf, meiner Meinung nach zu unkonsequent dann vorne Richtung Mitte. Und dann versuchen sie diesen Winkel zu halten. Und dann ist es halt ein Fehlpositioning von Forest. Dadurch fällt der Kill. Rest kann nicht viel machen. Der hat nur noch 2 HP gehabt. Und dann verlieren sie halt noch das Duell gegen die AWP. Und schon hast du ein Riesenproblem. Jetzt liegt es an Golden. Dem kann bisher keinen Vorwurf machen. Der hat den Zug gehabt auf B. Aber darf zumindest hier die Bombe rausnehmen. Jetzt zieht sich auch direkt zurück. Das Backup ist da. Wunderbare Rotation. Und der NIP kann es doch. Guck mal. Auf einmal haben sie sich hier unter Kontrolle. Also die Rotation hat wunderbar funktioniert. Ja, einmal kurz geflamed. Und schon klappt's, ne? Ja, die Flammen sind wichtig. Esperanto aber jetzt trotzdem im 1-on-3. 12 Sekunden nur auf der Uhr. Ja, und Golden holt hier diese Runde. Also 6-5. Und die Runden dauern hier 100.576.782 Jahre. Minimum. Ne? Minimum. So. Jetzt nächste Equipped Round. Wie schon angesprochen bei Crazy, sie haben einfach nur Geld ohne Ende. Da wird überhaupt nichts mehr passieren. Er gefühlt schon echt viel. Bis zum Halbzeitende kann man hier sich durchkaufen. Also jetzt auch immer noch bei Espiranto. 7.500 Dollar bei Hunter, 7.600 Dollar und auch der Rest kann hier komfortabel in der nächsten Runde kaufen. So, jetzt haben wir einen kleinen Zeitsprung gemacht, liebe Freunde. Sind wieder auf dem Clean Feed unterwegs. Damit habt ihr natürlich auch ein paar mehr Informationen. Wundert euch nicht, die Qualität hat immer so eine minimale Einbuße, wobei sie wirklich sehr, sehr gut ist hier auf dem Clean Feed. Muss man schon und sagen. Dafür haben wir aber auch dann Bilder, Töne und alles vor Ort mit Einblendungen etc. pp. So wie RTL sagen würde, Bilder, Mädchen und Emotionen. Sagt das RTL? Ja, das ist so eine Sendung, die es mal gab. Ich weiß nicht, ob sie noch gibt, aber das war immer so ein Jahresrückblick, weißt du? Bilder, Menschen, Emotionen. Oder das Jahr immer zusammengefasst. Aber ich habe keine Ahnung, ob die noch gibt. Auf jeden Fall gibt es Res hier. Nehmen wir von Esperanto hier rausgenommen. Da klatscht auch schon der Erste im Hintergrund. Und ich habe eben auf Twitter gesehen, und vielleicht seid ihr auch selber in der Halle, einer unserer Giveaway-Gewinner für die Tickets ist ja sogar in der Halle gesehen und hat ein Bild gepostet. Also, wenn ihr vor Ort seid, oder sagt eurem Kollegen Bescheid, der vor Ort ist, dass der vielleicht ein Bild aus der Halle posten kann, wäre ganz cool. Und ja, an alle, die gewonnen haben, ich hoffe, die genießen den Aufenthalt. Ne? Wäre auf jeden Fall cool. Ich wäre auch gern da. Das wären wir alle, glaube ich, gerne. Zumindest mal ein bisschen was vorbeischauen, um mal die Atmosphäre vor Ort zu schnuppern. Aber mal gucken, vielleicht passiert es ja auch noch die nächsten Tage, dass mal vielleicht einer von uns vor Ort ist. Werden wir natürlich alles auf Social Media announcen. Dementsprechend natürlich schaut immer auf 19er Damage vorbei. Rest auf jeden Fall als erster Spieler schon mal rausgenommen. Lekro kann nochmal punkten. Aber Otto zusammen mit Get Right kommen hier Lekro wirklich zu dieser Runde. Und endlich fängt hier das Team von NIP mal an, vernünftige Leistungen zu zeigen. Also die 7. Runde kann man sich hier nochmal erspielen. 7-5 der Spielstand, aber die Terrorseite, die wartet ja erst noch. Ja. Also gerade erst 12 Runden gespielt. Aber das ist gut. NIP nutzt diese taktische Pause, um den Umschwung zu schaffen. Nämlich
die Führung erstmal für Crazy zu verhindern, in diesem Geldstrudel weiterhin drinne zu sein und weiterhin die, die Runden auch für Crazy zu verhindern. So, damit geht's für Crazy eher etwas kompakter nach vorne. Versucht jetzt so ein bisschen den Gameplan umzustellen, vor B den Raum einzunehmen. Das wird wahrscheinlich auch gleich ein Execute sein. Ja, da wird Lekro schon in der großen Raum bereitstehen. Also langsam findet NRP auch die Möglichkeit, etwas, ja, auf das Spiel hier zu reagieren. Und hat auch eine gute Rotation. Jetzt muss aber das Backup her und jetzt muss der Kill her. Schön gemacht dann auch von Golden. Das Backup ist da von Lekro. Also gut gegangen nochmal. Glück gehabt, dass das so ausging. Golden wurde da ordentlich unter Druck gesetzt. Und dass sie da zwei Leute rausgeholt haben und nur einer wurde von NRP rausgetradet, war sehr gut. Absolut, jetzt muss man natürlich trotzdem den Retake vernünftig koordinieren. Man hat noch zwei Flashbangs, damit kannst du natürlich einiges ja, an Spielern herausnehmen und noch eine HE-Granate, aber die wird natürlich trotzdem nicht den Schaden machen, um hier drei Spieler sofort auf den falschen Fuß zu erwischen. So, Hunter mit dem ersten Versuch, Get Right pusht das Ganze jetzt von der Seite und Get Right, zwei Stück und Nexa wird auch rausgenommen. Also auch hier die Kombination Get Right und Lekro unglaublich gut funktioniert. Sehr, sehr stark davon NIP gespielt. Diesmal auch wieder etwas proaktiver die Mitte angespielt, wieder mit einem Molotow. Haben sich vorne Richtung Olof gearbeitet, haben dadurch auch ein bisschen Informationen einsammeln können. Und dadurch, dass sie sich ja auch gut vor B angekündigt haben, auch ganz klar, dass man dann direkt eine Rotation schickt. Und Lekro hat da wirklich eine sehr gute Position. Golden kümmert sich um die kleine Rampe. Lekro wechselt nochmal die Position, nachdem an der großen Rampe nichts rauskommt. So, aber dass er sehr schnell wieder an die große Rampe rotieren kann. Und war dann halt zum perfekten Refrag da. Und da muss man schon sagen, dass Crazy in der Situation echt viel Druck gegen die kleine Rampe aufgebaut hat. Der Gameplan war schon, den Gegner zu umrennen. Aber das wurde von Lekro und Golden verhindert. Damit waren sie auch im Vorteil, nämlich eine 4 gegen 3 Situation. Und konnten da wirklich eine, ja, sogar vielleicht maßgebliche Entscheidung bringen, dass sie diesen Retake so einfach runterspielen. Guck dir an, die alte Train. Da ist noch, weißt du, warum das denn Popdog hieß? Weil da ein Hund drauf war und da wurde Werbung gemacht für das Pop-Dog. Hundefutter Popdog. Genau, ist krass, auch oder? Noch auf dem B-Spot gab es auch Züge, die dann quasi da diesen Aufschrift hatten, wo dann auch das Ganze nochmal ein bisschen mehr beworben worden ist. Ja, also die Bezeichnungen haben natürlich so ihre Historie. Mittlerweile wird es auch, glaube ich, Leather Room genannt von einigen Leuten, ja, die wahrscheinlich neu unterwegs sind. Aber grundsätzlich ist Pop natürlich auch immer ein extrem schneller Call. Und das versucht man natürlich so gut wie möglich immer auf jeder Map zu haben. Schnelle Calls. Mhm. Ja. Also nicht wundern, vielleicht was für den einen oder anderen Sand, der es nicht gekannt hat. Das heißt halt Popdog, weil da so ein Waggon war. Und da war einfach ein Hundefutter. War auch so ein kleines Hühnchen abgebildet. Ja, genau, mit einer Hundedose, super niedlich. Mit langen Ohren. Ja. So, Lekro mit dem ersten. So, Otto kann mit der Antworten. Golden steht immer noch bereit auf dem Spot. Muss natürlich jetzt gegen Letni hier das Duell finden. Aber Nexa findet sofort den Refrag. Ja, Unruhe bringt natürlich Rest. Schön eingeblendet hier von den Kollegen. Jetzt weiß man, wo er ist. Er könnte nochmal komplett neu den Laufweg wählen. Ah, macht sogar noch da oben drüber. Er muss aber aufpassen, eher auf das Backup von Forrest angewiesen. So, der wird rausgenommen, Rest stirbt auch und damit ist eine 1 gegen 1 Situation, 2 gegen 1 Situation. Geld frei. Oh, der sieht die Waffe nicht. Oh, hat's nicht gesehen, Wahnsinn. Schade. Also 8 zu 6, vielleicht werden da im Alter doch nochmal die Augen ein bisschen schwächer. Aber die Jungs von NRP haben sich zumindest eben schon die Halbzeitführung erspielt. Eine einzige Runde, um die geht es jetzt noch. Wird es ein 9-6 und man untermauert diese Halbzeitführung oder bleibt es ein 8 zu 7? Und Crazy kommt nah dran. So, Geld hat man nochmal. Außer bei Golden, der geht auf die Liege. Ansonsten Lekro gerade sehr stark unterwegs. Er hat ja einen Bombenstart in die Hälfte gehabt mit 7-0-0. Hier an der AWP zeigt er meiner Meinung nach gute Leistung. Also er zwingt halt schon Crazy so ein bisschen, ja, das Tempo aus dem Spiel raus. Und Lekro kriegt auch wieder die Eröffnung, diesmal vor B. Und das gefällt mir sehr gut, dass NIP sich mal was traut, Richtung Mitte oder vor B mal was anzuspielen, was wir die ersten Runden gar nicht gesehen haben. Aber diesmal ist es Nexa in einem riesen Vorteil und er fängt doch direkt an, das Team hier weiter unter Druck zu setzen. So, nochmal die Smoke, Lekro wieder am Start. Ja, der ist hoch fokussiert, wenn man sein Gesicht sieht, der ist wirklich komplett im Spiel. Da wird hart der Tunnelmodus eingeschaltet. So, Golden ist schon auf dem Weg, der entscheidet sich für die Mitte, für die Teammain. Trotzdem sehr schwierig, ey, eine 3 gegen 2 Situation. Ja, der Themenspieler ist wichtig. Lekro muss eigentlich jetzt frühzeitig schon seine Position preisgeben. Golden mit seinen Granaten natürlich nochmal in der Möglichkeit, hier auch utility-technisch noch den Unterschied zu machen. Aber das ist zu einfach. Letzter Überlebender ist Lekro 1 gegen 3 und der hat natürlich das Nachsehen. 8 zu 7, liebe Freunde.
Wir machen ein kurzes Päuschen. Und dann werden wir uns in wenigen Minuten wiedersehen hier auf 19 Damage mit der zweiten Halbzeit zwischen Nip und Crazy. Bleibt dran, bis gleich. Meine Damen und Herren, damit herzlich willkommen zurück hier live mit der Partie Crazy gegen die Ninjas in Pyjamas. Mein Name ist Tobias Stoll. Da klatscht auch schon jeder für mich und natürlich für Venom, der gerade hier ja wieder Platz neben mir gefunden hat. Schön, dass du da bist. Ebenso. Ich freue mich. Huch, Verzeihung, da hat der Venom kurz das Studio abgerissen. So, wir sind gespannt, wie die zweite Halbzeit starten wird. Vor allem die Pistole ist natürlich extrem wichtig. Und NIP, wenn sie hier weiterhin im Major noch vorhanden sein wollen, dann müssen sie natürlich hier unglaublich viel Gas jetzt geben. Auf der Terrorseite wird das Ganze bedeutend schwieriger. Dementsprechend ist die Terrorpiste natürlich immer ein wichtiges Element. Nexa braucht da sehr, sehr lange für den ersten Break und damit hat man natürlich Zeit, bei NIP auf den Spot zu kommen. Autsch, autsch, das hat weh. Sie haben mal noch ein Retake-Material für ja, den B-Spot wieder zurückzuerobern. Boah, da wird aber gut von NIP Druck aufgebaut. Stehen mit zwei Leuten an der kleinen Rampe dabei und rennen sie hier voll der Esperanto rein. Der hat noch 22 HP, kommt hier raus, dann ist Letny an Ort und Stelle hier aus Reihe Nummer 2 auszuhelfen. Damit ist es hier die nächste Runde für die Jungs von den Ninjas in Pyjamas. Von Crazy, pardon. So. Damit Pistol nicht geholt, das heißt Crazy kann hier direkt wieder Punkte gut machen und damit haben beide Teams hier auf der City-Seite sich die Pistol gegönnt. Man muss aber auch ganz klar sagen, eigentlich hat ihnen das Team von Crazy wirklich angeboten, hier diese Runde zu holen, denn sie haben unglaublich lange gebraucht, um die Frags zu erzielen. Am Ende war natürlich Esperanto mit diesen zwei sehr schnellen Klicks noch etwas glücklich unterwegs. Also das sieht gar nicht gut aus, Freunde. Und NIP, keine Scout, aber dafür vier Deagles. Sah auch ein bisschen so aus, als hätten sie den Fokus darauf gehabt, schnell Richtung Grundlinie vorzukommen mit zwei Leuten, was sie dann irgendwie abgebrochen haben. Also da hat man wohl auch nicht selber an die Taktik geglaubt oder wollte in die USP nicht rein, weil die Rotation halt so sehr schnell von Crazy auch da war, dass man das nochmal abbricht. Ja, und dann hast du natürlich dieses Duell, dieses staatliche Duell, diesen Grabenkrieg, den du dann austragen musst und den hat NIP am Ende verloren. Ja, und was man hervorheben muss natürlich, NIP, die haben dann drei potenzielle Gegner. Sie haben halt einmal das Team, wenn sie hier mit 0-2 rausgehen, Verzeihung, einmal das Team von den Dream Eaters, einmal das Team von den Jungs von den Renegades und dann wird ja noch ein weiteres ausgespielt nach diesem hier. Aber ich glaube, vom Elo-System und so weiter wird es wahrscheinlich sowieso schon feststehen, gegen wen sie spielen müssten, ja, wenn sie hier rausfliegen. Genau. Und das nächste Spiel ist North gegen die Jungs von Maus. Und auch da warten keine einfachen Kontrahenten, um das Ganze mal so zu beschreiben. Teams, die meiner Meinung nach zurzeit vielleicht sogar stärker sind. Ein paar Teams zumindest. Ja, aber NIP, die müssen die Runde erstmal so vor sich hin plätschern lassen. Ist natürlich kein Problem für Esperanto, da den Schaden zu machen gegen die eine Liege. Und dann setzt der Aim-Punch auch ein und die Runde ist gelaufen.
Ja, und damit haben wir die Jungs von Crazy in einer Führung. Ja, mit 9-8. Läuft doch. So, wir haben gestern gesehen, welchen immensen Schaden sie anrichten können, wenn sie dann auf CT-Seite spielen und einfach ihr gutes Aiming und ihr noch besseres Positioning auspacken können gegen Team Liquid. Weil Team Liquid hatte gestern in Halbzeit Nummer 1 echt so zu arbeiten, ne? Ungewöhnlich dafür Team Liquid gewesen, dass man da so sehr in die Mangel genommen wird, was aber in Halbzeit 2 wieder ganz anders aussah. Genau, aber nur die erste Halbzeit. So, und ja. Jetzt ist Ray aber auch schon sehr weit draußen. Der kann am Olofmeister natürlich jetzt sehr viel Druck machen. Auf dem B-Spot steht Nexa, der kriegt den Frag nicht erzielt. 2 AP bei Getright und damit ist natürlich der B-Spot komplett offen. Das hätte so nicht passieren dürfen. Dann ist die Frage, wie man das Ganze retaken möchte. Esperanto findet nochmal einen weiteren Spieler und der Retake wird natürlich jetzt koordiniert. Trotzdem ist der Raumvorteil ganz klar gegeben bei NIP. Batex soll über die große Rampe ausgespielt werden. Aber sie haben diesmal die Grundlinie, da steht Golden bereits. So, Letny, der könnte jetzt Gefahr sein. So, gutes Backup, damit ist der Spieler nicht bekannt. Boah. Golden zieht rein. Knappe Kiste, aber trotzdem ist es 2 gegen 2 Situationen. So, zieht hier raus. Super Esperanto schön. Passt auf und dann bist du noch Golden. Oh, der fliegt den dann nochmal aus der Luft raus. So, und dann wird er angefaked und jetzt reicht zeitlich nicht mehr. Letny müsste durchziehen und Golden trifft ihn und das war's. Also, 9-9, die Antwort kommt. Am Ende alle Waffen draußen, knappe Kiste, aber die Runde geht an die Ninjas in Pyjamas. Wir gucken auf das Geld bei Crazy, das wird der Force bei. Und auf der anderen Seite sehr ausgeglichen gerade. So, und Sal Peterson schreibt, wenn Nip verliert, müssen sie gegen Maus oder North ran. Also das scheint wohl auch schon mal festzustellen. Ja, undankbare Gegner. Absolut. Also das könnte für Nip wirklich eine ganz, ganz haarige Angelegenheit werden. Gestern gegen MLBA, heute gegen die Jungs von Crazy und dann morgen, falls man denn hier verlieren sollte. Ich rede jetzt gerade schon wieder die ganze Zeit in der Zukunft. Halt wäre dann das. Marke. Ich habe einfach Angst um Nip. Ich muss ganz ehrlich sagen. Also vor allen Dingen Angst um Getroid, dass er hier wirklich seine Abschiedstournee die Jungs dann doch nochmal ins Minor schickt. Und das wäre natürlich echt nicht schön für dieses Traditionsverein, ja. Für diesen Traditionsverein. Sonst kein schöner Abgang für Getroid. Ja, das ist das. Also der Verein momentan ja sowieso ein bisschen zart bitter, aber Getroid, das würde mir wehtun. Ein bisschen zartbitter ist gut umschrieben, gefällt mir. Ich will es gar nicht thematisieren, nein. Deswegen einfach zartbitter, Punkt. Ganz zartbitter. Ein bisschen herb im Nachgang. Aber naja, andere Sache, auf jeden Fall offensiver Aufbau von Crazy. Sie haben CZ, MP9, 2 Farmers und eine AWP dabei. Auf der anderen Seite NRP ein bisschen besser ausgestattet. Und Crazy hat keine Granaten mehr. Jetzt so der Umschwung für die Schweden. Bisschen die Überhand über die Partie zu bekommen. So, sie lassen den Ivy jetzt auf, haben da genug Stress gemacht, hat sich keiner gezeigt. Perfekter Punkt für die Ninjas Pyjamas, genau da anzugreifen, da wo es wehtut, genau an dem Punkt, wo man jetzt auflässt, nachdem man die Smoke reingeschmissen hat. Und das müsste in der NLP auch so ein bisschen klar sein, dass sie wenig Utility haben bei Crazy. Dafür aber Waffen. Also safe ist es nicht, deshalb wird man davon ausgehen, dass sie irgendwo SMGs warten oder gegebenenfalls auch eine AWP. So, erster Feld, Letny kann zuschlagen nochmal. Zack! Die AWP ist da. So, Esperanto mit einem wird aber von hinten nochmal angegangen. Trotzdem, Esperanto ist noch fündig geworden mit dem Frag. Stark gespielt von ihm. Forrest und Rest sind die letzten beiden Überlebenden. Otto mit dem ersten und dann kann Rest hier vielleicht die Bombe noch durchlegen. Sehr schön gemacht, 1-3. Schwierig und da verlieren sie das Duell. Also, sie versuchen über die Mitte rauszukommen, das so ein bisschen als Split aufzufahren. Aber dann kriegt man halt Esperanto nicht klein. Und der Kill gegen Esperanto, der erste, der am Schild gewartet hat, am Stop, der hätte den Kill haben müssen. Also wäre da Esperanto rausgekommen, hätte man den Stein ins Rollen bringen können, hätte noch den Einspieler Richtung Side gehabt. Und dann merkt man einfach mal, wie wichtig ein Kill in Counter-Strike sein kann. Das stimmt. Weil der hat fast die Runde entschieden. Fast wie ein Kartenhaus. Ja. Nur wenn du klug bist, hast du 2 Kartenhäuser aufgebaut und ein Bindeglied dazwischen, damit du zumindest so dieses Backup-Plan hast. Aber in diesem Fall hat es nicht geklappt. Wenn man hier bildlich spricht, ist natürlich Crazy jetzt hier ja, der absolute Kartenhaus-Umwerfer gewesen. Einfach Ventilator Stufe 3, zack. Baut mal eben euer Ding auf. Ja, und damit NIP mit dem Force bei eine einzige AK hat man bei Lecro. Der möchte hier halt diese Solo-AK spielen. Getright nur mit $500 unterwegs. Der hat nämlich seine Waffe dann abgegeben. Ja, und Rest hat gesagt, alles klar, Deagle muss sein. Anders gehe ich hier nicht in diese Runde. Und es bleibt so, wie es hier ist. Ja, es wird sich hier nichts dran rütteln. So, Nexa.
sieht den ersten Spieler, zieht sich zurück, Smoke kommt raus. Damit nimmt man natürlich erstmal den Jungs von NIP so ein bisschen die Zeit. Aber genau das ist wichtig. Frühzeitig schon mal Spots anspielen, frühzeitig die Utility der Spieler herausholen, um dann letztendlich mit einem gewissen Vorteil auf den Spot draufbrechen zu können. So, Nexer steht bereit mit der Granate. Heißt jetzt gleich, halt, stopp! Jetzt fragge ich. Oder ist es... Es bleibt alles so, wie es ist. Und zwar Rush of B. Gucken, was Nexer jetzt hier rausholen kann. So, Smoke kommt rein. Interessante Smoke. Boah, schöner HE. Für CSGO-Verhältnisse dann doch schon fast über 60, also fast 60 HP. Nexer, schön mit dem ersten. Kann natürlich den Spray setzen. Nexer mit dem zweiten. Und Get Right nur noch mit der Glock. Da hat natürlich auch in dieser Runde nicht den Versuch gestartet, wirklich auf die Runde zu gehen. Und Crazy macht hier das 11:9 und ja, wenn NIP jetzt nicht langsam aber sicher hier mal den Bogen findet oder halt den Weg findet, das Ganze nochmal umkehren kann, dann wird es doch nochmal ein bisschen haariger hier. Ach, sieht nicht gut aus für den Ninja Pyjamas. Darf's nicht vergessen, es ist die T-Seite, wo sie gerade spielen und du kannst also halt sehr schnell die Überhand verlieren, wie wir es auch eben bei Crazy gesehen haben. NIP hat sich halt rangekämpft, eine gute Winstreak hingelegt. Crazy ist halt auch ein sehr starkes CT-Team. Das muss man auch sagen. Das Positioning ist halt gut, das Aiming. Sie können da schon aus vielen kleinen Situationen sehr viel rausholen. Kleine Wirkung oder kleiner Einsatz, große Wirkung, so kann man es eigentlich gut beschreiben. Und auch hier Crazy erstmal wieder ein bisschen offensiver unterwegs. Versuchen wieder den Ivy einzunehmen, Esperanto nach vorne zu schicken. Das hat mir bei NIP auch so ein bisschen am Anfang gefehlt, dass sie einfach mal auch die Confidence zeigen, den Versuch zu starten, auch mal ein bisschen aktiver in die Partie einzugreifen, dass sie mal hier vorne bereitstehen und mal mit dem Molotow reinwerfen. Sehr, sehr gut von Esperanto da reagiert. Es dauert auch wieder 100.000 Jahre. NIP spielt hier wirklich ein unglaublich langsames Drain wieder. So, Forest. Aber wenn das dann wenigstens mit Erfolg gekrönt ist, dass man einzelne Positionen wirklich herausnehmen kann, dann kann ich das nachvollziehen. Aber ich glaube, NIP, die müssen eine Sache jetzt mal auspacken, und zwar ihre Eier in diesem Spiel. Ja. Das, anders wird das nichts. Was in Halbzeit Nummer 1 gefehlt hat, sollte man hier auf jeden Fall in Halbzeit Nummer 2 anlegen. Die Eier auf den Tisch. Hunter gegen Get Right. Das könnte hier auf jeden Fall ein interessantes Duell werden. Vor allen Dingen auch unglaublich wichtig, wenn Get Right hier ein passendes Positioning erwischt. Jetzt wirft er hier gerade nochmal die Smoke-Granate und dann kann Hunter sich natürlich die Position schon erahnen. Er sieht ja die Flugbahn, er sieht die Wurfwinkel und damit bist du natürlich hier absolut im Duell. So, Otto mit dem ersten, schön gemacht, sofort herausgeplatzt und instant den Frag erzielt. Hunter mit dem nächsten 3 gegen 5. So, jetzt bricht das hier alles zusammen. Rest kommt nochmal der Kill. Nexer lebt aber noch Richtung Side. Gibt es eigentlich nicht viel zu holen für den Ninja Pyjamas. So, wenn Nexer hier weiterhin überlebt, nimmt die Bombe raus und damit ist der letzte verbleibende Forest. Wird eingekettet. Oh! Gut, schade. 1 gegen 1 Situation. 5 Sekunden, er muss die Bombe legen. Und er legt sie gut. Nämlich mit Deckung, aber weiß er, dass Letty hinter ihm kommt. Hat zumindest irgendwie auf dem Schirm. Was hat Forest da gerochen? Und was macht Forest in der Situation? Nichts mehr. Sehr schade. Aber am Ende holt sich hier Crazy die Runde. Ganz, ganz wichtige Runde, weil das war schon so eher in Richtung Schlüsselrunde. Ja, ganz, ganz bitter. Forest aber auch wieder gezeigt, warum er halt einfach schon, also früher wirklich einer der besten Spieler, wenn nicht der beste Spieler der Welt war. Mittlerweile ist er einfach für sein Alter immer noch extrem konstant und stark unterwegs. Aber Letny, man muss es sagen, dieser Frick, boah, vorzüglich hier, er spielt. Und da kannst du auch selbst als Spieler mit 6000 Jahren Erfahrung nichts machen. So, wenn wir hier mal komplett auf die ADR auf beiden Seiten gucken, da stimmt irgendwas nicht. Esperanto hat niemals eine 40,2er ADR. Also da ist irgendwas kaputt gerade. Ja. Lasst euch nicht täuschen, und auch Lecro mit seinen 20 Fracks hat, glaube ich, keine 17er ADR. Vielleicht in der Hälfte, wer weiß. Aber das macht auch keinen Sinn. Ja, eigentlich nicht. Da werden eher sogar noch so Spitzen irgendwie bei den Leuten, die jetzt viele geholt haben. Also da ist auf jeden Fall irgendwas schief gelaufen, aber soll passieren, war die letzten Matches nie irgendwie, dass es da ein Fehler war, aber jetzt geht's erstmal ins Eingemachte. Get Right kriegt Letny rausgenommen, der wird von beiden Seiten eingeschlossen. So, Otto unterwegs. Doch Otto wird unter Druck gesetzt, Golden hier auf Vorwärtsgang, kriegt er den Kill nicht, trotzdem das Backup ist da, nämlich Richtung Hell bzw. MTW und Esperanto, der schleicht sich hier wieder auf. Mal gucken, was kann er noch machen. Ein kriegt er, 2 gegen 1, und der ist schon wieder Esperanto an der AWP, der komplett am Auftritt ist und Nexer, der könnte hier echt eine 1 gegen 1 Situation bekommen. Am Ende ist es Forest, der bereit steht mit der AWP.
und die Situation für die Ninjas in Pyjamas klärt. Und das war wirklich 5 vor 12, dass NIP hier reinkommt, weil sie haben die Runde gebraucht, ansonsten hätten sie wieder kein Geld gehabt. Und natürlich wäre das die perfekte Runde für Crazy gewesen, um wieder weiter Richtung Overtime zu spielen. Sofort taktische Pause bei Crazy, finde ich sehr gut. Die dritte auch schon gezogen von Vieren, die man übrig hat. Und damit muss man wirklich jetzt schauen, dass man vielleicht den Plan nochmal herauskriegt. Was hat gerade nicht funktioniert? Wie hat es NIP geschafft, uns da auf dem falschen Fuß zu erwischen? Welche Position wird so gespielt, wie wir es in den Demos auch immer wieder gesehen haben? Welche Granaten könnten wir spielen? Was haben wir an Geld? Können wir vielleicht unsere Waffen besser ansetzen? Und. Da gibt es einiges zu besprechen. Vor allem der Coach kann natürlich aus der... Oh, hier, das sieht sehr realistisch aus gerade. Ja, schon, ne? Ist das hier Nvidia Hair Graphics oder was auf einmal? Ja. Da würden sie sich aber bewegen. Ist das Raytracing? Was ist hier los? Da würden sie sich auf jeden Fall bewegen. Ist das Counter-Strike 3? Wer weiß. Achso, by the way, weißt du, wer mir gerade richtig gut gefällt, ist GetRight. Der hat jetzt innerhalb von 2-3 Runden immer wieder die Öffnung gesucht und mal gefunden. Also er legt die wohl angemerkten Eier auf den Tisch. Ja, wann auch, wenn nicht jetzt, wann dann? Also es könnte eher das vorletzte Match in seiner Karriere sein für NIP. Und aus diesem Grunde musst du natürlich irgendwann mal die Entscheidung treffen. Entweder ich fange jetzt an, wirklich hier zu glänzen. Oder mein Glanz geht einfach verloren in die Inaktivität, wenn er denn inaktiv geht. Also ich hoffe ja wirklich auf ein Fryback Exist Get Right Reunion. Plus 2, das kann eigentlich nur geil werden. Frischer Wind, andere Organisation, weniger Druck, Abfahrt. Wäre vielleicht ganz interessant. Definitiv, Fiff Lahn als Coach. Fifi. Also ich bin halt der Meinung, du kannst dir das halt auch... in dem Stand, wo NIP oder beziehungsweise Spieler von NIP stehen, wie zum Beispiel GetRight oder halt einen Cold Zero ist das beste Beispiel, die haben halt schon genug Puffer, mit dem sie arbeiten können. Auf jeden Fall. Jetzt geldtechnisch? Ja, genau. Klar, die werden nicht verhungern. Nee. Ich denke mal, die werden ausgesorgt haben, auch ehrlich gesagt. Ein GetRight auf jeden Fall über seine ganze Karriere. Ja. Also was heißt ausgesorgt, wenn du gut... Die werden schon siebenstellig auf dem Konto haben. Ja. So. Gab es ja mal das interessante Interview, wo Cole Silver gesagt hat, ihm geht es gar nicht so ums, oder ihm geht es nicht mehr ums Geld. Davon hat er auf jeden Fall genug, der will nur Erfolg haben. Und einfach ein geiles Team haben, wo er spielen kann. Wie hier zum Beispiel bei Crazy gerade, Nexa. Aber Erfolg kann man sich nicht kaufen und dementsprechend muss man sich in das Spiel mal gucken. Die haben hier zwar wirklich nochmal Waffen runtergeforst und dann natürlich auch nochmal Geld angewendet, aber Esperanto, er hat es gesehen, ganz, ganz wichtig. Ich würde jetzt einfach das Ganze, diese Verantwortung an seine Mates weiter abgeben. Man muss jetzt den Spieler einfach outplayen. Forrest mit dem ersten Kill, mit der AWP und von hinten kommt natürlich jetzt gleich der gute... Ja. Res und... Boah! Esperanto! Alter, war das krass gespielt von Esperanto. Holy shit, was eine Ranto. Three headshots, Don Caranto. Ida bin a sonna qui in Toronto. Es ist der Esperanto, Freunde. Holy. Stark. Boah. Aber er hat selber beim Diffusen sich gedacht, so, keine Ahnung wie. Keine Ahnung wie. Okay, right. Der weiß gerade gar nicht, was um angeht. Um Gottes Willen. Oh, das sind ja die Runden, die du halt gar nicht als NIP haben willst. Das hat GetRight auch gerade gedacht. 10 zu 13, wir sehen's. So eine schöne Runde für NIP, um den Anschluss zu bekommen, wird hier gerade von Esperanto komplett zerstört. Und damit muss ich NIP was Neues überlegen. Und das Gute ist für Crazy, wir sind wieder mit Game. Es tut mir so leid für NIP da in dem Augenblick. Aber Rest, der hat auf jeden Fall keinen Bock mehr. Jetzt haben sie gerade sowieso schon Geister gesehen. Da müssen sie jetzt wirklich gucken, dass sie dann auch anfangen, ans Übernatürliche zu glauben. Und das können sie auch in sich tragen. So, und der X-Faktor, das ist Otto, der gerade in die Mitte schaut. So, smoke erstmal den Bereich ab. Sieht hier keinen, Letten hält weiterhin auf Off-Engel. Genau diese wunderbare Position, wo sie dann reintroppen und einfach mit absoluter Feuerrate mit der MP9 durchdrückt. So, natürlich auch immer wieder die Blicke. Ist eine Risikoposition, kann aber absolut belohnt werden. So, jetzt kommt die Smoke. Jetzt zieht er sich zurück. Eine Minute Zeit. Man wechselt ins Default-Setup. Genau. So, und DragonTV28 schreibt übrigens, GetRight, Exist, Fryback, Twist und Netto Suffix would be nice. Fände ich nicht schlecht, aber Netto Suffix ist ja kein Schwede. Ja. Von daher, Netto würde ich da doch nochmal ersetzen.
Ja, holst du. Wie ist der. Pifflan. Nee, Piff. Biff? Piff. Wie ist der? Ach, Piss. Ja. Okay. Den kannst du auch holen. So, Letny und Otto. Jeweils nochmal mit zwei Frags erzielt. Man hatte gerade erstmal den Entry und das ist auch wieder fahrlässig von Rez gespielt. Hunter nimmt den nächsten raus und Forrest der letzte Überlebende. 1-4. Komm, Forrest, zeig mal eben, wie man das macht hier als Alter. Nein, 14 zu 10. Nee, weißt du, welche AWP du holen kannst? Wie ist die? Wie hieß denn der Schwede, der auch super erfolgreich war? Draken? Nee, nicht Draken. Mit mir fällt gerade, ich google das jetzt, warte. Google. Ich sag dir das. In der Zeit, wo du googelst, wollen wir uns natürlich an alle Zuschauer bedanken da draußen. Über 3000 Zuschauer. Pux hat gerade mit Twitch Prime abonniert. Vielen, vielen Dank, lieber Pux. Und wir wollen natürlich jetzt auch nochmal einen Shoutout raushauen an euch. Vielen, vielen Dank für die ganze Unterstützung. Hashtag 99Major. Unten links in der Ecke könnt ihr sehen. Nutzt es, um mit uns bei Twitter zu kommunizieren. Einige Entschleunigungstweets haben wir schon gesehen. Aber jetzt geht's erstmal in die nächste Runde. 2 Stück braucht Crazy, 6 braucht NRP. Spielraum gibt's da keine mehr. Verliert man noch eine weitere bei NIP, dann gibt es nur noch die Overtime. Und das wird ein harter und steiniger Weg. Die war ist Delpan, sorry, ich muss gerade mal gucken. Ja, Delpan, auch so eine absolute Legende aus Schweden, die kann man auch noch dazu holen. Hast deine AWP. Flascher wäre auch noch da, dann hast du noch Dingens. Hier wird gerade Michael Lele angefordert. Ja, aber Flascher wäre ja zum Beispiel auch noch eine Option, wenn der halt noch inaktiv ist. Ist halt ja nur die Frage, wie gut er noch ist nach der Inaktivität. Auf LAN. JW kannst du auch noch nehmen. Demnächst vielleicht. So, jetzt geht's auf jeden Fall erstmal raus. Golden hier, Nexa möchte von der Seite natürlich Verantwortung übernehmen. Einiges an Damage konnte er kassieren, aber hat noch keinen Spieler rausgenommen. Otto ist dann mal wieder da, um die Spieler dann auch letztendlich auszuschalten. Und Nexa, 2 Stück. Und der letzte Überlebende ist Rest alleine gegen 3. Ja, wird schwierig. Trotzdem, er kriegt 2 Tinkle Shellen und damit eine 2 gegen 1 Situation. Der Coach, der ist natürlich angespannt. Rest hat nur noch 5 HP. Was willst du damit machen? Eine Granate, er wäre tot. Eine Molotow, er wäre tot. Ein Schuss, er wäre tot. Und ein Peak, er könnte tot sein. Und 5 Decoys und er wird tot. Ja. So, 15 zu 10 und Crazy. Die kämpfen natürlich oder spielen hier natürlich auch um ihr Leben. Ich sag mal, NIP ist, wenn du weiterkommen möchtest in die letzte Stage, natürlich einer der ja, wichtigsten Faktoren. Du musst dann genau so ein Team wie NIP schlagen. Und hier nochmal eine taktische Pause von den Schweden. Also sie stehen kurz davor, mit 0-2 in die nächste Runde zu gehen. Und das würde dann wirklich bedeuten, das nächste Spiel morgen im Best of 3 ums Ausscheiden. Und das tut weh. Oh ja. Wird knappe Kiste dann für die Ninja Pyjamas. Und wie gesagt, es wäre sehr traurig. Es würde mich auch persönlich traurig machen. Weil in Deutschland schlägt ja immer so ein bisschen das Sympathieherz auch für die Ninja Pyjamas. Stark von Nexa. Das war wirklich stark vom Nexa gehalten da. Sind die auch absolute Sympathieträger gewesen und wie ich es eben schon angesprochen habe, NIP hat eine absolut dominante Phase am Anfang von CSGO gehabt. Fast ungeschlagen durchgehend, haben jedes Team besiegt, waren einfach ihrer Zeit absolut voraus. Und da haben sich natürlich auch diese Charaktere damals um Pfifflan, um Freiburg, um Xist, um Forrest und Getright gebildet. Vor allem Getright, die ja, Spraymaschine, auch schon in 1.6. Und jetzt das erste Mal Eier. Schwierig für Ninja Pyjamas, soll noch mal Richtung A gehen. Sie wollen damit ein Ausrufezeichen setzen, aber Letny, der hackt den Punkt vom Ausrufezeichen ab. Damit ist zurzeit nur noch so ein kahler Strich, der hier rumrennt, weil langsam wird das Eis dünn für die Ninja Pyjamas. Und die müssen versuchen rauszukommen. Forrest mit der Antwort, steht aber noch breit. Gutes Timing, hüpft hier rein. Hunter hält weiterhin die Position Richtung Hell frei. Rez schaut nach hinten. Golden muss eingreifen. Der hat keine andere Wahl. Der muss nach vorne gehen. Und da ist es Hunter, der wieder zuschlägt. Also hält den MTW in den Lupen rein. Und was willst du machen? Du bist als Golden gezwungen reinzugehen. Das gleiche geht für Rez und es ist vorbei. Stark gespielt.